Erst seit einem Jahr ist Matthias Kotziorowski festes Ensemblemitglied am Schweriner Staatstheater und nun schon Eckhoff-Preisträger. Der junge Tenor stammt aus Essen, wo er schon mit 6 Jahren seine ersten Bühnenauftritte hatte. Mit dem Eckhoff-Preis werden seine hervorragenden musikalischen und darstellerischen Leistungen gewürdigt. Unter anderem hatte er den verliebten Freddy im Musical My Fair Lady gegeben und den Bob Bowles in Peter Grimes. Sie war doch wunderbar. Wunderbar? Haben Sie auch die richtige Adresse, Sir? Selbstverständlich. Sagen Sie ihr einfach, ich werde warten. Und auch in der aktuellen Schlossfestspiel-Inszenierung der Westside Story ist Matthias Kotziorowski als Tony in einer Hauptrolle dabei. Und nun ist der neue Eckhoff-Preisträger zu Gast im Studio des Nordmagazins. Ja, schönen guten Abend, Matthias Kotziorowski. Hallo, und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zum Preis. Wir haben Sie eben teilweise mit schwarzen Haaren gesehen bei My Fair Lady, das war eine Perücke, ne? Genau. Und jetzt ganz blond, ist das echt? Das ist echt. Echt? Meine Mutter sieht auch so aus und ja, die mecklenburgische Sonne hat es jetzt noch ein bisschen gebleicht. Aha. Ansonsten haben Sie wahrscheinlich trotzdem viel Spaß am Maskieren, Verkleiden. Ja. Obwohl Sie Sänger sind, haben Sie eine große schauspielerische Ader. Auf welcher Bühne begann das alles? Ich habe angefangen am Schauspielhaus in Essen als Statist und bin wegen des Darstellens zum Theater gekommen. Ich selber sage auch gerne immer, ich bin nicht Opernsänger, ich bin Musiktheaterdarsteller. Weil für mich ist schon Bühne, Beleuchtung, Kostüm, Maske, das große Ganze ist für mich wichtig. Konzerte singen zum Beispiel kann ich mir nicht so vorstellen. Aber nun ist es ja schwierig, gut zu singen und gleichzeitig gut zu schauspielern. Also große Opernsänger, die sind meist recht statisch, stehen und machen ihre Arien. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Ja, Sie haben schon recht, wir müssen in der Oper häufig ein bisschen tricksen, darstellerisch, weil wir beispielsweise nicht rennen können, während wir eine Arie singen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass es im Kopf anfängt, dass man sich im Kopf klar ist, was möchte ich überhaupt mit dieser Arie mitteilen. Wir können uns das ja mal anschauen, wie Sie das versuchen umzusetzen bei My Fair Lady. Da haben Sie ja auch, singen Sie einen wichtigen Part, da haben wir ein paar Töne und Bilder vorbereitet. Wie oft ging ich schon hinunter hier und das Pflaster blieb gewöhnlich ruhig unter mir. Plötzlich schweb ich so oben irgendwo, weil ich weiß, in der Straße wohnst du. Ja, das ist jetzt eher so leichte Muse, auch My Fair Lady, das ist eher so ein Musical. Wo sind Sie eher zu Hause oder können Sie sich auch die große Oper, die ernste Oper vorstellen? Also meine Hoffnung war von Anbeginn, dass ich irgendwann mal bei Wagner landen darf, als Tristan, als Tannhäuser, als Siegfried im Ring. Ich bin aber bei der leichten Muse, die vermeintlich überhaupt nicht leicht ist, sondern fast anspruchsvoller, aber auch sehr gerne zu Hause. Ja, weil bei Wagner darf es gerne nach Kraft aussehen, was sie da abliefern. Das ist auch sehr kraftaufwendig und Operette ist eigentlich genauso anspruchsvoll, sängerisch, muss aber, wie der Name schon sagt, leicht rüberkommen. Und beispielsweise bei meiner aktuellen Produktion der West Side Story muss man dann auch sehr genau wissen, wann kann ich jetzt wie viel tanzen und wie viel rennen, damit der Atem noch reicht. Und trotzdem sollte das ja alles für den Zuschauer so wirken, als ob ich das Leben lang nichts anderes mache, als durch die Gegend zu laufen und hohe Töne zu singen. Ihr Repertoire ist bisher noch ziemlich breit angelegt, ja. Von der Oper bis hin auch zum Amüsement. Sie haben Ihre ersten Taler als Howard Carpendale-Double verdient? Ja, genau. Also ich stamme aus Essen und habe schon immer eine Affinität zu Darstellen in jeglicher Form gehabt und auch keine Berührungsängste. Und es hat sich ergeben, dass ich dann bei Stadtteilfesten, genau, man sieht es gerade, dann als ja, Schlagerfuzzi quasi auf der Bühne stand. Und vor allem Howard Carpendale-Titel, die haben mir wohl besonders gelegen. Möchten wir bitte einmal ganz kurz hören, wo schmelzen die Damen dahin? Also die älteren Damen habe ich ganz häufig gekriegt mit Hello again,
Ich sag einfach Hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Dort, wo alles begann. Ja, aber das ist eher die Vergangenheit. Ihre Zukunft soll ja dann auch irgendwann in der Oper liegen. Ja. Wo werden wir Sie demnächst auch erleben können am Schweriner Theater? In Schwerin habe ich jetzt noch ein paar Vorstellungen als Tony in der West Side Story vor der Brust. Heute in einer Woche zum Beispiel die nächste. Und singe noch die Mac-Proms mit italienischem Programm, ein bisschen La Boheme, La Traviata, O Sole Mio. Und in der nächsten Saison bin ich auf jeden Fall in Otello dabei von Verdi, in Jekyll and Hyde, also wieder Musical. Und freue mich sehr, dass wir eine ganz unbekannte Oper von Hinde mitbringen, Neues vom Tage, wo ich eine sehr große Hauptpartie übernehmen werde, den schönen Herrn Hermann. Und der Titel der Rolle sagt eigentlich schon, dass das ein sehr absurdes, aber sehr, sehr tolles Musiktheater ist. Da freue ich mich besonders drauf. Künstlerisch scheinen Sie ja wirklich angekommen zu sein, was der Preis ja unter anderem unterstreicht. Wie sieht es privat aus? Wie fühlen Sie sich nach einem Jahr in Schwerin? Ich gebe offen zu, ich habe zwei Wohnungen, eine in Essen und eine in Schwerin und pendel relativ viel. Ach, so ein schönes Essen auch nicht, da können Sie auch ganz umziehen. Ja, also das Ruhrgebiet ist optisch nicht so schön wie Schwerin, das stimmt. Aber es ist einfach meine Heimat. In Schwerin bin ich aber unter anderem deswegen angekommen, weil ich großer Lauffan bin und es ganz toll finde, dass man hier in der Innenstadt wohnen kann und in 5 Minuten am See ist zum Joggen. Und ich bin großer Kaffeeliebhaber und kann jedem, der noch nie in Schwerin war, nur sagen, es lohnt sich mal hierher zu kommen und Kaffee zu trinken. Das kann man hier ganz, ganz fantastisch in vielen Läden sehr, sehr guten Kaffee trinken. Matthias Kotzierowski, vielen Dank. Danke auch. Und morgen bekommen Sie den Preis. Dann wünschen wir Ihnen nochmal alles Gute. Feiern Sie schön. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Wir machen weiter.